Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Endwalker. Patch 6.45 ist da und das heißt, wir haben einiges zu tun. Einmal haben wir den Blue Mage zu leveln, seine Skills zu bekommen und natürlich, ja, wenn man so will, seine komische Kampf-Nebenquest da zu machen. Dann haben wir einen neuen Variant-Dungeon. Wo war das? Inhaltshelfer. Ist das hier mit bei gewesen? Eine Gewölbesuche. Ja. Und steht der Gewölbe. Kamen wir das von der Königin schon fertig. Da bekommen wir was Neues. Und wir haben natürlich Hildebrand Story plus natürlich das Upgraden der Menderwill-Waffen. Und wir werden das Upgrade der Menderwill-Waffen jetzt zuerst machen. Ratatan beim Etheritenplatz. Fangen wir mit der Questline an. Ja, unser kleiner Alien-Freund, den wir beim letzten Mal in Hildebrand-Story begegnet sind, der Hildebrand-Kopien gemacht haben. Irgendwo muss ein Pixel-Hildebrand rumlaufen. Da suchen wir immer noch den Freund von. Wir klicken es diesmal nur durch, weil alles von den Inhalten, die neu dazugekommen sind, irgendwie Story-Dings-Zeug hat. Und ich gerade nicht in Stimmung bin, mir alles durchzulesen. Ihr könnt natürlich immer Pause machen und euch das durchlesen, wenn ihr noch wollt. Ich mache auch hier Chat-Fenster, damit ihr das auch so nochmal nachlesen könnt direkt. Keine Bomben. Ja, das ist der Pixel-Hildi. Erkält. Okay. Trash. Okay, wir machen Erkältungsmedizin. Wow.
Riesenschildkröten leben. Oh nee, ist das ein... Sagt nicht, das ist ein Single Spawn. Das ist Quatsch jetzt. Wirklich? Das hätten sie nicht so einen Instanzkampf machen können mit so einem Kreis, wo du einfach reingehst und spawnt das für dich? Oder kommt hier... Ne, hier steht nichts von Fade. Nimm an den Fade-Teil oder so, steht er hier nicht. Toll. Ja. Ich hab mich doch verarscht. Was ist das euer Ernst? Oh, Junge. Zwei Spawns. Ich will nur sagen, ich war Platz 700 in der Warteschlange. Ne, 3. Da hinten ist auch noch ein Spawn anscheinend. Weiß nicht, warum hier AFK rum... Wir haben jetzt 3 Spawns gesehen. Da vorne sammeln sich noch vielleicht noch ein 4. Gucken, ob wir auch irgendeine Gruppe kriegen. Also hier vorne, da hinten.
Oh. Es hilft nicht mal, was in der Gruppe zu sein. Komplett Trash. Warum? Einfach wieder so einen Quest-Spawn dahin machen und fertig. Wo jeder seinen eigenen hat. Warum? Okay, Hildebrand. Feuchtpilze. Vertrauen wir diesem vertrauenswürdigen Mann. Warum werden wir schon wieder von diesem Strohhut-Lala verfolgt? Kann das Mädel ihren Fanclub nicht zu Hause lassen? Visiert nur den NPC an, aber kein... Doch, Zielort. Sind die Wachen hinter dem her?
Sind die Hände verbunden gewesen hinten auf dem Rücken oder hat er die nur so gehalten? Stalker Lala. Verschwinde! Hau ab, du!
Oh. Ja, los. Oh nein. Für diesen Moment hat sie lange trainiert. Oh. RIP. Ah. Der Mama Slam Dunk. Yeah. Easy.
Ja, einer sieht merkwürdiger aus als der andere. Die werden nicht reingelassen. Der Chef, ich habe schon gewundert, wo er ist. Er muss ja auftauchen, sonst bekommen wir keine Upgrades von unseren Waffen. Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Objekt. Okay. Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Nimmst du uns mit? Und der Stalker. Hier, er will Aliens. Aliens kann er haben, habe ich dabei. Eine silberglänzende Untertasse. Es tut mir leid, aber wir haben keinerlei Aufzeichnung über ein solches Objekt in unserem Archiv. Moment, da war doch schon wieder im Hintergrund, ist irgendwas rumgelaufen gerade. Okay, er geht seinen Stuff machen. Wir machen unseren. Und am Ende sehen wir uns wahrscheinlich wieder. So, wo ist der Stalker? Man hat rechts an der Seite hinter dem Typen am Tresen gesehen, dass da irgendwas war. Okay, jetzt. Sollen wir da einfach mal rumfragen? Haben Sie zufällig jemanden gesehen, der aussieht wie dieses Alien? Alle nutzlos. Na, guck mal hier hinten. Hier hinten passiert was. Da haben die Leute eine Cutscene.
Ihr seid also die Leute, die sich nach dem kleinen blauen Kerlchen erkundigt haben? Oh, ihr habt jemanden dabei, der ihm nahezu identisch ist. Du gehörst sicherlich zur selben Spezies. Okay, die haben ihr Schiff also wieder repariert und sind dann wieder weg. Okay, selbst ohne Vorlesen ist das schon wieder fast 40 Minuten lang, das Video. Oh, meine Güte. Da ist der Boss. Der Weihnachtsmann. Krillin in alt. Den Relikt haben sie. Oh nein. Als ob. Okay. Die Mandevil sind also Aliens. Da ist der Stalker wieder.
Vendeviliane. Eine zufällige Namensgebung, oder könnte es sein? Junge, du bist einfach so auf dem Mond rumspaziert. Einfach so aufgetaucht. Hallo? Du hast Superkräfte. Also es ist ein Projektor. Ja. Flashbang. In Blond. Mit Schnurri. Zunächst einmal wurde ich nicht auf diesem Planeten geboren und gehöre auch keinem seiner Völker an. Ich bin Mendevillana, ein Volk, das von der anderen Seite des Weltalls stammt. Kann ich sein? Da waren wir. Mendevillianer sind parasitäre Symbionten, die nur überleben können, wenn sie sich mit anderen Lebensformen verbinden. Was? Wenn unser Kern erst einmal Wurzeln geschlagen hat, verdrängen wir den Geist des Wirts, verstärken seine physische Struktur, indem wir dem Körper eine stählerne Widerstandsfähigkeit verleihen. Hä? Ich wusste doch, dass diese unglückliche Unnachgiebigkeit etwas Außerätherisches an sich hat. Dann erzeugen wir durch die Verbindung kompatibler Wirtskörper Nachkommen, die die nächste Generation der Millennianer hegen. Dieser symbiotische Stamm bricht schließlich zu den Sternen auf. Auf der Suche nach potenziellen neuen Gefäßen passt es sich an und vermehrt sich. So hat sich unser Volk im ganzen Kosmos ausgebreitet. Junge. Doch unsere blühende Zivilisation fand schließlich ein jähes Ende. Ein ungeklärtes Phänomen suchte jeden Planeten heim, auf dem wir Mendevillianer leben. Unsere Stämme wurden von Lebensformen ausgerottet, die sich plötzlich in lebende Albträume verwandelt hatten. Okay, ja, ja, ja. Okay. Wissen wir? Kennen wir? Um diesem Schicksal zu entgehen, bestiegen ein Kamerad und ich ein Schiff und flohen in die sternklare Nacht.
Wir flogen und flogen, bis wir einen neuen Planeten, euren Planeten, fanden, der von den Phänomenen unberührt war. Die Strapazen der Reise aber hatten unser Schiff so beschädigt, dass wir gezwungen waren, eine Notlandung durchzuführen. In der Regel nehmen wir keine intelligenten Lebensformen als Wirt an. Nachdem er jedoch meine Geschichte gehört hatte, bot dieser sympathische Gentleman von sich aus an, mein Gefäß zu werden. Happy End, doch gute Aliens und keine bösen. Mit seiner Erlaubnis übertrug ich meinen Kern, der Prozess stärkte den Mann und beseitigte seine tödliche Schwäche, doch der Geist, der ihn nun kontrollierte, war mein eigener. Ich errichtete mir hier eine Heimat und nutzte die Technologie meines Volkes, um das Schmiedehandwerk auszuüben. Ich heiratete eine Frau aus der Gegend und wir bekamen ein Kind. Als der letzte Anvilianer habe ich lediglich eine Bitte an euch. Bitte stellt eure überragenden Fähigkeiten und mein Arsenal von Mendeville-Waffen in den Dienst dieser liebe und wundervollen Völker. Müssen wir den Reporter umbringen? Das ganze Gebäude steht unter Wasser. Okay. Da. Ja, ich habe mein Alien-Pet.
Der geht raus in den Regen, heulen. Aliens. Man macht Kopien zum Kämpfen. Okay, wir skippen das. Dann hätten wir jetzt die kleine neue Mandeville Storyline, beziehungsweise Hildebrand Storyline, geschafft und haben uns damit wieder ein Stück Mandeville Waffenquestline freigeschaltet. Die machen wir dann in einem einzelnen Video extra dazu. Bis dahin. Ciao, Leute.